Dann, am 17. August, also gestern, war das 60-jährige Jubiläum des Verbots der KPD, Kommunistischen Partei Deutschland. Eigentlich hätte man gleich noch mehr Moskauer Frontorganisationen dicht machen sollen. Heute wird aber argumentiert, unter anderem auch in der konservativen Springerpresse, dass die Entscheidung damals überflüssig gewesen sei, dass den Kommunisten ein unverdienter Märtyrerstatus verliehen wurde. Meine Damen und Herren, diese Logik macht keinen Sinn, da erstens geltendes Recht angewandt werden muss. Klar verfassungsfeindliche oder einfach nur, ja, absurde Parteien müssen verboten werden. Von Nationalsozialisten bis rote Sozialisten, die ganze Spinnerei eben. Also man muss Recht anwenden, man kann nicht einfach sagen, ach nee, das, ja, Recht muss angewandt werden. Und zweitens, also vor allem die Kommunistische Partei Deutschlands, die hatte offen in ihren Publikationen ein kommunistisches System gefordert, kommunistischen Umsturz angestrebt. Und zweitens, die Schaffung von Front- und Tarnorganisationen war eine der wichtigsten Waffen Moskaus. In den heutigen Militärpublikationen über asymmetrische Kriegsführung, über unkonventionelle Kriegsführung, über Aufstandsbewegungen und so weiter. In den heutigen amerikanischen Militärpublikationen beschreiben die Experten das damalige sowjetische Netz an Frontorganisationen als beispiellos, also als wirklich meisterhaft. Und selbstverständlich muss der Staat da dagegen gehen. Ich meine, je mehr man liest über Krieg und Diplomatie und Geheimdienste und so weiter, umso mehr erkennt man die Sinnlosigkeit der anarcho-kapitalistischen Sichtweise, also der Nullstaatler, die gar keinen Staat wollen. Das Ganze ist viel, viel komplexer und viel, viel heftiger, als man sich das vorstellen kann. Und wenn man jetzt nur diese Anarcho-Podcasts hört. Also ich rate dringend zu mehr Bildung in all diesen Bereichen und dann sollte dann doch dem einen oder anderen Licht aufgehen. Also wie paradox das Leben dann ist, wenn man feindliche Spionage bekämpfen muss, wenn man ihr ausgesetzt ist und so weiter. Und da spielen eben Landesgrenzen, Einreisebestimmungen und so weiter, spielen da eben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Auch wenn natürlich der Staat selber dann Ziel wird von Spionageorganisationen. Aber ich meine, wenn wir da dann anfangen von wegen, ja, Deutsche sollen dann in der Lage sein, Grund und Boden zu verkaufen an der Küste, an irgendwen auf der Welt. Und die machen sich dann da breit mit Häfen, Militärhäfen und Kasernen und so weiter. Ich meine, man merkt halt, dass manche Leute von vielen Dingen einfach überhaupt gar keine Ahnung haben. Also gerade von Krieg und gerade von Diplomatie, Geheimdiplomatie und Geheimdiensten, also wirklich gar keine Ahnung haben, sondern versuchen halt alles in ihr simples ideologisches Muster zu pressen, immer versuchen ihre billigen kleinen Slogans anzuwenden, die Slogans, die ihnen eingetrichtert wurden und mit denen sie glauben, immer eine Antwort zu haben und immer alles erklären zu können und immer Recht zu haben. Dieser Scientologe glaubt auch immer Recht zu haben, der hat auch immer ein Argument auf den Lippen oder ein Islamist wird auch gedrillt, die haben auch immer eine Antwort, ja. Die natürlich da nicht stimmt, aber in deren Kopf ist das absolut stringent und logisch und versuchen dann den Gegenüber dann mit zirkulärer Logik und Blödsinn zu überzeugen oder den Gegenüber zumindest als unterlegen oder zumindest versuchen den Gegenüber als unterlegen zu präsentieren. Und hier geht es noch in der Story weiter um die Planwirtschaft, warum das auch heute nicht funktionieren kann, erst recht nicht im Ostblock. Weil jetzt wieder mehr und mehr Planwirtschaft betrieben wird. Ich meine, klar, wenn Putin und seine Kumpels sowieso alle Milliardäre sind, die wichtigsten Produktionsmittel besitzen und das Kapital in den Händen halten, die größten Geschäftsbanken gehören mehrheitlich der Zentralbank und die ist quasi der Putin-Zirkel. Ich meine, dann reden wir eh schon von einer Zweidrittel-Planwirtschaft heute. Von einer Zweidrittel-Planwirtschaft in Russland. Was noch fehlt, ist halt die totale Unterdrückung der Bürger. Das Abtöten jeglicher unternehmerischer Freiheit und der Zwang, du musst jetzt hier arbeiten, du musst jetzt da arbeiten. Also das fehlt noch, aber das kommt auch noch. Die Gulags kommen eventuell auch noch. Also ich meine, gerade auch, ja, die ganzen Ost-Spione in den libertären Zirkeln oder die Trottel in den libertären Zirkeln, die Russland schönreden, oh, wegen der Flat Tax und bla bla bla. No, sorry. No. No. No.